So, hallo, ganz herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer. Freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wir gucken uns heute die Handwerksberufe in Ilion an. Ich hoffe, ihr habt auch noch Spaß in dem Spiel, so wie ich. Ich entdecke immer wieder was Neues und natürlich auch beim Crafting werde ich im Laufe der Zeit immer wieder was Neues entdecken. Deswegen heute dieser Guide nur bis zu dem Kenntnis- und Wissensstand, den ich momentan habe. Also legen wir los. Schön, dass ihr da seid. Wir haben hier in unserem Haus, und das wisst ihr mit Sicherheit schon alle, ab Level 36 etwa bekommt ihr euer Haus, könnt euch immer hin teleportieren über diesen Button hier, dann seid ihr im Haus und hier habt ihr eure Werkbänke. Das sind letztendlich auch die drei Berufe, die ihr lernen könnt, nämlich Alchemie, hier Rüstungsschmieden und hier Waffenschmieden. Wir stehen direkt bei den Waffen jetzt gerade, deswegen gucken wir uns das kurz an. Wir sehen hier eigentlich letztendlich, ist es eine lange Liste, aber die ist dann auch relativ schnell erklärt, würde ich sagen. Denn es geht hauptsächlich am Anfang darum, dass ihr Ressourcen sammelt. Ihr braucht hier eigentlich Erz. Das heißt, wenn ihr den Waffenschmied machen wollt, braucht ihr einerseits Erze, das heißt durch die Eisenadern abernten, und hier Holz durch Bäume fällen. Das sind die zwei Ressourcen, die ihr vor allem benötigt jetzt am Anfang. Danach seht ihr, hier geht es weiter ebenfalls mit Holz. Hier braucht ihr ein bisschen selteneres Erz. Das bekommt ihr zufällig, wenn ihr Eisenadern aberntet. Hochreines Erz ist also eine höhere Stufe. Gleiches gilt für das Hartholz. Das bekommt ihr ebenfalls von den normalen Bäumen, nur halt eben seltener. Hier haben wir auch nochmal das Erz, was ihr braucht für diesen Waffenverbesserungsstaub. Das ist dann was für später. Und hier wird es natürlich knackig. Das hier bekommt ihr, indem ihr diese Kristalle, zeige ich euch kurz, ich hoffe, ich habe es hier. Ne, ich habe es nicht. Aber wenn ihr etwas Lilanes zerlegen wollen würdet, das hier mit einem Hammer, ja, ihr zerlegt sowas, dann bekommt ihr etwas wie das hier, nur halt in dem Fall wäre da ein Schuhsymbol und kein Hauptwaffensymbol, da rechts oben das kleine Ding. Und wenn ihr das hier zerlegt, dann bekommt ihr dieses Material hier, das hier, strahlendes Aufwärtssteinpulver. Braucht ihr 30 Stück und hier seht ihr auch Beschaffung bei diesem Zeug, Tausch von Loberkranzstücken, ja, und hier müssen wir mal gucken. Waffenverbesserungsstaub, das ist ja das, was wir hier craften. Ne? Mit dem hier, genau. Also davon braucht ihr 5 Stück, davon braucht ihr 30, müsst also ordentlich was zerlegen. Und das hier bekommt ihr über die Lorbeerkranzstücke, das bekommt ihr also hier, über dieses Menü, müsst ihr hier kaufen, seht ihr. Ja, 15 Kränze oder Kranzstücke braucht ihr dafür, um das zu kaufen. Täglich 1, das heißt, ihr müsst da auch im Voraus schon ein bisschen schauen, ein bisschen vorsorgen. Genauso bei dem hier, da kommen wir aber auch nochmal drauf zu sprechen, was dieses Schlüssel hier auf sich hat. Das passt heute eigentlich nicht zu unserem Crafting. Letztendlich ist es so, ihr müsst jetzt eigentlich anfangen, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einem Charakter Waffenherstellung machen wollt, dann müsst ihr natürlich hier Eisen sammeln und ihr müsst Holz sammeln und dann müsst ihr gucken, dass ihr hier so viel craftet wie möglich, damit ihr dann anfangen könnt, diese Sachen hier herzustellen. Als Beruf kann man leider nur Durchbruchwaffen herstellen. Ich habe bisher nichts anderes gefunden. Das sind also Waffen, die bei Verbesserung komplett verschwinden können. Das zeigt dieses Glas-Symbol, dieses linke kleine Icon auf dem Icon. Das heißt, wenn eine Verbesserung fehlschlägt, ist das Item weg. Ja, also Hochrisiko-Ding hier. Allerdings sind natürlich hier auch goldene Sachen am Start, legendärer Grad. Ja. Das heißt auch richtig mächtige Sachen, die ihr da zusammenzimmern könnt. Und braucht entsprechend natürlich auch viele Ressourcen. Ja. Jetzt seht ihr aber, den Bereich Expertise wird ja hier angezeigt. Und wenn ihr hier oben mal draufklickt, ja, das könnt ihr bei jedem Beruf machen, dann seht ihr, ich bin jetzt hier gerade gewöhnliche Waffenherstellung 500 bei der Stufe, ja, hier zur Meisterung hin. Und ihr müsst bis hier oben hinkommen, ja, 5000, damit ihr den Expertenfertigkeitserwerb
machen könnt. Das bedeutet, dann könnt ihr die Expertise erwerben, um diese Gegenstände hier herstellen zu können. Diese hier überall, wo Expertise dran steht, ja? Das sind also höherwertigere Sachen, die ihr nur dann herstellen könnt, wenn ihr genug gecraftet habt und wenn ihr euch hier dann entscheidet, für euren Charakter Expertise zu erwerben. Meines Wissens ist das pro Charakter entscheidet man sich für eine Expertise und man kann sich nur für eine Expertise entscheiden. Das heißt, ihr habt, wenn ihr in Elion eigentlich mit einem kostenlosen Account einsteigt, habt ihr drei Charakterslots und ich würde euch empfehlen, entscheidet euch bei jedem von euren drei Charakteren, wenn ihr drei Charaktere macht, für welche Berufsgruppe ihr Expertise erwerben möchtet. Das heißt, mit einem Charakter macht ihr nur Waffen, mit dem anderen Charakter macht ihr nur Rüstung und mit dem anderen dritten Charakter macht ihr nur Alchemie und für jeden Einzelnen macht ihr dann eben in dieser einzelnen Profession hier die Expertise. So habt ihr die Möglichkeit, in jedem Beruf mit euren drei Charakteren das Maximum rauszuholen. Das wäre meine Empfehlung für euch. Das heißt, macht nicht mit einem Charakter alle drei Sachen so nebenbei, sondern macht mit einem Charakter nur einen Beruf, megamäßig viel, so viel ihr könnt. Und das mit jedem von euren drei Charakteren, die ihr auf dem Account habt, entscheidet euch für jeden einzelnen Beruf und macht dann bei jedem einzelnen die Expertise, damit ihr bei jedem alles herstellen könnt letztendlich. Denn ihr könnt schnell von einem Charakter zu einem anderen wechseln, das wisst ihr ja. Und diese Gegenstände lassen sich ja dann auch über die Truhe, hupsi, falscher Knopf, lasst sich ja dann über die Truhe auch gut übertragen. Das wäre meine Empfehlung für euch. Das nächste ist, ihr solltet natürlich hier auch gucken, in eurem Haus könnt ihr sehr gut diese Anlagen platzieren. Und da würde ich euch natürlich dann auch empfehlen, je nachdem, was ihr am meisten macht oder womit ihr jetzt erstmal anfangen wollt, könnt ihr natürlich dann auch entsprechend hier diese Blumengärten, Obstgärten oder Mine platzieren. Ja? Und mit der Mine bekommt ihr natürlich, könnt ihr Eisen anbauen und bekommt hier immer schön Eisen raus. Und da lassen sich halt dann auch gut diese Portale hier, ja, die ihr hier seht, anbauen. Und die sind dann nach einer Weile, das steht ja dran, dann, wie lange das braucht, und dann sind die offen. Und da würde ich euch wirklich empfehlen, geht nicht unbedingt raus in die offene Welt und sammelt dort eure Ressourcen, ja, also Eisen und Holz und die Kräuter, sondern versucht das über diese Portale zu machen. Ihr bekommt so viele Portale mit der Zeit. Das ist sowas hier, Dimensionssaat, Kräutersuche. Das bekommt ihr, glaube ich, sogar als Einlog-Belohnung jeden Tag. Könnt ihr euch eins aussuchen. Und ich würde euch wirklich empfehlen, darüber eure Ressourcen zu sammeln, über diese Portale mit diesen Minigames. Ihr bekommt halt in kürzer Zeit wirklich viel mehr Ressourcen zusammen, als wenn ihr irgendwo draußen in der offenen Welt rumlatscht und dort einzeln immer die Sachen wegklopft. Vor allem sind da noch Feinde, die euch das Leben manchmal schwer machen mit dem Abernten von den Ressourcen. Deswegen, das wäre noch mein Tipp für euch. Dann dementsprechend auch diese Anlagen aufzuwerten, ja, denn ihr seht hier, wenn ihr jetzt eure Anlagen, die ihr hier gebaut habt im Haus, wenn ihr die aufwertet, habt ihr zusätzlichen Ernteertrag, ja, hier 10% noch mal mehr, also insgesamt 20%. Produktionsglücksgriffrate ist meines Wissens, dass ihr eine grüne Ressource rausbekommt von diesen selteneren Ressourcen, wie ich euch ja schon gezeigt habe. Also von dem Holz gibt es ja stärkeres Holz und von dem Erz gibt es stärkeres Erz, das grüne Farbe hat, Itemfarbe. Und da habt ihr dann mehr Chance, das zu bekommen. In diesem Sinne, ich hoffe, Leute, ich habe euch hier ein erstes Intro geben können. Hier beim Saathändler könnt ihr euch auch theoretisch noch so einen Setzling hier kaufen. Das wäre jetzt, also falls ihr Holz abernten möchtet, könntet ihr hier das hier reinpflanzen. Ja, zack. Und dann ist gut. Das ist auch noch was, vielleicht was ganz Interessantes. Und wenn ihr natürlich viel craftet, das vielleicht noch zum Abschluss, ihr werdet hier sehr viele Sachen bekommen. Wenn ihr das Zeug zusammen craftet, ihr habt immer diese Erfolgschance bei jedem, das ist bei jedem Beruf so, dass ihr diese blauen Produkte bekommt beim Craften. Das heißt, ihr müsst auch sehr viel craften von dieser normalen Materialherstellung, damit ihr die blauen Items bekommt, weil nur mit diesem blauen könnt ihr dann diese Sachen craften, ja, hier an der Stelle oder hier nur mit den lilanen Endprodukten könnt ihr das craften, ne? Das ist steigert sich dann quasi nach oben hin zu. Das Normale ist dann hier blau, dann wird das Seltene wird lila,
Ja, und so geht der Spaß halt dann immer weiter. Beziehungsweise hört es ja schon bei Lila auf, wie ihr seht. Das ist noch zu beachten. Und ich würde euch empfehlen, sammelt sehr viele Ressourcen einfach. Packt euch wirklich euer Inventar voll mit diesem Material. Und wenn ihr wirklich hunderte davon habt, dann stellt euch irgendwann abends oder so, oder wenn ihr sowieso einen PC laufen habt, wegen irgendwas anderem, stellt euch dorthin. Aktiviert die Herstellung, das kann nämlich manchmal gut eine Dreiviertelstunde dauern oder eine Stunde oder je nachdem, wie viel Ressourcen ihr hier habt von dem Zeug. Ja. Und dann könnt ihr wirklich das einfach mal schön durchcraften lassen. Ich würde das nicht machen, während ihr aktiv hier dabei sitzt und zugucken, wie dass ihr so lange braucht, um das Material alles zu craften, sondern wirklich ist eigentlich eine AFK-Aktivität und dementsprechend erstmal viel Ressourcen sammeln, dann hier an die Werkbank oder wo auch immer ihr euren Beruf macht, hier jetzt hinstellen, diese Sachen hier durchcraften, AFK gehen, dann habt ihr das ganze Zeugs und dann könnt ihr euch, je nachdem, was ihr braucht, natürlich, was ihr benötigen könnt, könnt ihr euch hier die Sachen craften und somit immer mehr an eurem Berufslevel aufsteigen. Wenn ihr hier seid, wählt ihr die Expertise aus und dann könnt ihr hier weitermachen und die selteneren Sachen craften. Lässt sich bestimmt auch profitabel im Auktionshaus verscherbeln, des Zeugs hier vor allem. Und so läuft das letztendlich mit dem Beruf mit Elion ab. Ich hoffe, ich konnte euch ein kleines erstes Intro geben zu diesem Berufsguide. Wenn mir neue Tipps und neue Infos auffallen zu dieser ganzen Sache, werde ich gern noch ein Update-Video machen. Bis jetzt ist das, was ich davon weiß. Und ich hoffe, das hat euch ein kleines bisschen weitergeholfen. In diesem Sinne, schön, dass ihr reingeschaltet habt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht es gut und auf Wiedersehen.